Herzlich willkommen hier auf Johns MOBA und zwar zu Teil 2, Katalogbesprechung Neuheiten 2022. Und es ist doch der Hammer. Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall irgendwo hier oben, der ist jetzt verlinkt, geh zurück, schau dir den an, denn da sind die ersten 75 Seiten von 143 in diesem Katalog drin. Jetzt tatsächlich die restlichen Seiten, und ich hoffe, dass wir ein bisschen schneller durchkommen, aber es ist eine Menge. Also 143 Seiten Neuheiten, primär in der Spur H0, das ist schon ein Brecher. Ja. Also machen wir mal weiter. Next News. Und zwar eine schöne Schweizer Elektrolokomotive. AE36i heißt die, glaube ich, oder L? Nee, I. Und die hat eine Besonderheit, und zwar hat die einen sogenannten Buchli-Antrieb. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich weiß es auch noch nicht im Detail, es ist auf jeden Fall hier dieser Antrieb in den Achsen, der hier besonders hervorgehoben wird. Das kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns den auf jeden Fall hier auf dem Kanal nochmal angucken, wenn er denn irgendwann da ist. Ansonsten hat das Ganze ein, und das ist jetzt interessant, Pufferhöhe nach NEM. Jetzt fragt ihr euch, so, haben wir das nicht immer gehabt? Nein, also wer es nicht weiß, MacLean hat die Puffer immer höher. Das merkt ihr auch, wenn ihr jetzt ein MacLean-Modell nehmt und ihr nehmt es von einem anderen Hersteller und ihr koppelt die aneinander, habt ihr so einen gewissen Höhenunterschied gehabt. Und das ist natürlich einerseits bei so einem Norm-Selbstverpflichtung. Ich habe das hier für uns mal vorbereitet. Hier ist es. Und zwar, ich hoffe, ihr seid noch dran. Also, das ist der Norm NEM 303 und eigentlich geht es darum, dass in diesem Norm definiert wird, seht ihr hier, wie viel Abstand zum Gleis und wie viel Abstand untereinander diese Puffer haben. Das hat MacLean, hat das bisher alles, was hier irgendwie NEM ist und sowas, meistens nur peripher interessiert, also quasi so ein bisschen wie Apple, ja. Wenn es passt, ist okay, aber sonst ist egal. Und bei den Neukonstruktionen scheint man sich da jetzt umzuorientieren. Und man muss auch sagen, es darf doch nicht die Herausforderung sein, dass man sich an eine Norm hält, an die sich andere Hersteller auch halten. Das ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffener Humbug. Insofern, ich finde das richtig gut. Danke. Vielen, vielen Dank, dass ihr das endlich macht. Ja. Also, und da gibt es nicht nur die Lokomotive, da gibt es einen kompletten Zug. Ich vermute auch mal, obwohl das jetzt nicht hier steht, dass auch bei den Wagen die Puffer dann auf NEM-Höhe sind. Also ich hoffe es ganz inständig. Nicht, dass man dann die Lokomotive hat, dazu dann hier diese passenden schönen Schweizer Leichtbauwagen und die haben die Puffer dann auf der falschen Höhe quasi. Das ist mir natürlich der Gag schlechthin. Aber ich glaube es nicht. Aber ich weiß es, ich gucke es mir mal an, wenn es das dann gibt. Ja. Man sieht auch, dass das hier eher, glaube ich, noch so ein 3D-Druckmodell ist, was man hier aufgenommen hat. Also ich hoffe mal nicht, dass die Griffe und die sonstigen Details an diesem Wagen so mies sind im Original später. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja. Hier, ähnlich wie bei Teil 1 schon ein paar Mal, wir haben ein komplettes Zugset. Das heißt, es gibt 5 Wagen und diese 5 Wagen haben alle eine LED-Innenbeleuchtung schon mit drin. Und dementsprechend wird das Ganze ein bisschen teurer, nämlich 469 Euro. Also auch wieder ein Komplettzugset mit der Lokomotive. Da hätten wir dann also die Lokomotive 459, hier 469. Das heißt, wir sind bei über 900 Euro UVP für einen Zug. Ich glaube, das ist inzwischen auch der Standard, muss man hier ganz klar sagen. So sehen die Wagen hier nochmal aus. Schöne Variante, wenn ihr in der Schweiz fahrt. Anfang der 50er, glaube ich, ist es zeitlich. Wir bleiben in der Schweiz mit einem absoluten MacLean-Klassiker. Also ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, die Lokomotive, die am häufigsten immer wieder in allen Formen und Varianten aufgelegt wird, das Krokodil. Als Museumslokomotive jetzt hier, also in der Form, wie das, glaube ich, heute auch noch bei der SBB Historic sichtbar ist, gibt es da jetzt eine große Besonderheit? Ja, und zwar ist dies mit
zwei Antrieben ausgestattet, die Lok. Das heißt also, für jedes von den beiden Drehgestellen, quasi hier und da hinten, gibt es einen einzelnen Motor. Die müsste dadurch jetzt nicht unbedingt mehr Zugkraft aufs Gleis bringen, aber sie hat quasi dadurch wahrscheinlich eine deutlich höhere Laufruhe, in der Hoffnung, dass beide Motoren natürlich genau gleich schnell laufen. Ja. Ansonsten gibt es da jetzt nicht viel zu erzählen. Hier steht jetzt auch nichts von NEM-Höhe der Puffer. Also insofern ist die wahrscheinlich jetzt wieder anders als die andere Schweizer Lokomotive. Ja. Wir bleiben in der Schweiz. Wagen, 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 Wagen. Containertragwagen und ein Rungenwagen. Interessant ist, dass der Containerwagen oder die Containerwagen mit diesen Kühlcontainern drauf hier jetzt schon wieder deutlich teurer sind als der Rungenwagen. Also die sollen 159 Euro kosten zu zweit und der Rungenwagen einzeln 44. Das heißt also, ihr kriegt entweder drei Rungenwagen oder zwei Containerwagen hier. Und weiter, die Freunde aus den Bergen. Ein Doppellokpark, einmal in, sagen wir, beige-rot und einmal in beige-blau. Oder purpurrot, sorry. Purpurrot und kobaltblau. Beide Lokomotiven exakt in der gleichen Ausführung, eigentlich was die Funktionen angeht, haben jetzt auch nichts Besonderes, keine Pantographen, die einzeln hochgehen oder sowas. Die Lichtfunktion, die Schweizer Lichtfunktion natürlich, klar, das ist alles mit dabei. Ein rotes Nothaltsignal kann als doppeltes A-Licht eingeschaltet werden. Und was noch? Ja, eigentlich nichts. Ein paar Soundfunktionen. Zusammen 749, also auch preislich jetzt nicht over the top im Vergleich zu den anderen Lokomotiven. Warum die im Verbund sind, ich weiß es nicht. Warum kann man nicht einfach eine blaue und eine rote im Verkauf haben und wer beide haben will, kauft beide. Also das ist so ein bisschen so die Variante, wir wollen die irgendwie loswerden. Deswegen musst du zwei kaufen, auch wenn du vielleicht nur eine Farbe haben willst. Aber jetzt kommt so das wahrscheinlich aus Sicht von MacLean eins der Highlights. Und zwar ist das so eine Art moderner ICE aus der Schweiz. Das ist jetzt wirklich ganz böse gesagt, ja. Aber dieser Girono ist im Endeffekt ein Hochgeschwindigkeitszug, der seit, ich glaube, letztem Jahr in der Schweiz auch zugelassen ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, am 10. Mai 2021 steht es hier auch, erfolgte die Abnahme der letzten 29 Züge durch die SBB. Genau, und seit 2019, deswegen, das war das doch ein bisschen früher, seit 2019 fahren sie auch planmäßig durch den Gotthardtunnel und verbinden Basel und Zürich mit im Endeffekt Lugano. Das ist ein ziemlich cooler Zug, muss man natürlich mal sagen. Wenn ihr euch das anguckt, so sieht er aus. Der ist in Summe, wenn ihr die komplette Variante nehmt, mit einem 2,30 Meter lang, das ist schon echt eine Ansage. Er soll endlich mal nicht in der Länge verkürzt sein. MacLean hat ja sonst oft eine Verkürzung in der Länge. Hier ist tatsächlich angeblich die 1:87. LED-Innenbeleuchtung ist drin. Die Pantographen sind hebbar. Spielewelt-Decoder mit einem Pipapo. Führerstand und Fahrpultbeleuchtung. Fahrpultbeleuchtung finde ich richtig cool. Soll kosten in Summe 799, das Basisset. Das Basisset ist 1,12 Meter lang. Der könnte sogar bei mir in Fredhauen halten. Also wenn man so ein bisschen die Augen zudrückt, dass man sagt, naja, das Ende quasi mit dem Lokführer muss ja nicht am Bahnsteig stehen, könnte ich tatsächlich hier das Basisset für 799 bei mir im Bahnhof unterbringen mit 1,12 Meter. Was ich sehr beeindruckend finde bei dem Ganzen ist, dass wir tatsächlich hier immer diesen Mindestradius von R1 auch mitmachen können. Das heißt, selbst mit diesem Zugset hier, mit diesen langen Wagen, Mindestradius R1 ist kein Problem. Was auch spannend ist, das seht ihr jetzt hier, dass die Wagen jeweils auf einem gemeinsamen Drehgestell, ich glaube Jakobsdrehgestell heißt das dann, liegen. So sieht das aus. Das hebt den Zug optisch aus meiner Sicht jetzt auch nochmal so ein bisschen hervor, wenn ihr euch den anguckt, wie er da so läuft. Ja. Genau. So, dann gibt es Ergänzungswagen. Und zwar so einen ganzen Haufen, wie ihr hier sehen könnt. Und wenn ihr euch die alle kauft, jeweils 259 Euro für zwei Wagen. Wobei, interessanterweise, es gibt
259 Euro und 229 Euro. Also die ersten beiden Sets kosten 259 und das letzte kostet 229. Ich verstehe es nicht. Es sind immer zwei Wagen drin. Die sind immer fest miteinander gekuppelt quasi, diese zwei Wagen in dem Set. LED-Innenbeleuchtung ist komplett drin. Warum jetzt das letzte Set 229 kostet und die anderen 259, obwohl dasselbe drin ist, das wird uns wahrscheinlich nur MacLean erklären können. Und gerade wenn die Preise hochgehen und man eh schon 259 nimmt, warum nimmt man denn das nicht für alle? Aber warum kann man für das andere 229 nehmen? I don't understand. Aber so viel zur Schweiz. Also ich glaube, dass die Grundversion, das könnte ich sogar mir vorstellen, dass wir uns die mal angucken, auch im Vergleich zu den ICE- und TGV-Modellen. Das wird, wenn ich da nicht anderweitig und nur zum Gucken mal rankomme, finanziell natürlich eine Herausforderung, das zu stemmen, auch wenn es nur für einen Test ist. Dann haben wir hier Österreich. Und da sagt man, wieso Österreich? Das ist doch eine deutsche Lokomotive. Richtig erkannt. Und zwar ist das eine Baureihe E94 an sich. Und zwar gab es die auch in Österreich. Da hieß die dann 1020. Betriebszustand 1955, ist jetzt aber auch funktional Standard. Sorry, wenn ich das so sage. Führerstandsbeleuchtung, Spielewelt-Decoder und sowas, das ist für mich Standard. Warum die jetzt 479 kostet, ist wahrscheinlich zu erklären mit den zusätzlichen Details. Also wenn ihr euch jetzt eine moderne Elektrolokomotive anguckt, dann habt ihr eine sehr glatte Oberfläche, wenig angesetzte Details. Hier habe ich ganz, ganz viele Griffstangen, ich habe ganz, ganz viele Lüfter, ich habe offene Metallteile an der Seite, also diese Träger hier, die sind quasi so ein bisschen durchsichtig gestaltet, sowas. Das heißt also, vom Aufwand her bin ich wahrscheinlich ähnlich bei einer Dampflokomotive fast schon. Insofern denke ich mal, dass sich darüber jetzt der Preis hier ergibt von den 479. Passend dazu gibt es hier ein Wagenset. Das ist aber jetzt echt nichts Besonderes. Also es sind einfach drei Güterwagen aus den 50ern. Die sind jetzt auch nicht hyper detailliert oder sowas. Da finde ich jetzt die 109 Euro, finde ich halt da jetzt schon wieder irgendwie krass. Also für drei so minder detaillierte Güterwagen. Und wenn ich das so sage, sorry, aber hier seht ihr das. Genau, ihr seht nämlich nichts, das ist einfach nur gegossen, da sind keine Sonderwas, irgendwie Griffstangen oder so angesetzt an das Modell. Und da gibt es für Brava vom quasi gleichen Preis, also auch knapp über 30 Euro, zum Beispiel jetzt hier diesen G10-Güterwagen. Und da hast du überall angesetzte kleine Griffstangen oder so. Also insofern, bei den Sets wäre ich ein bisschen vorsichtig, die Lokomotive ist, glaube ich, richtig cool. Und jetzt schon wieder Dampf. Wir dampfen weiter. Und zwar hiermit. Habt ihr es erkannt? Das ist eine französische Lokomotive und ich mag die Farbgebung. Also ich finde dieses Schwarz-Rot, das hat so ein bisschen was auch von diesen klassischen britischen Lokomotiven. Finde ich richtig schick. Das ist tatsächlich eigentlich, ich habe mir das mal irgendwo hier aufgeschrieben gehabt, eine Baureihe 44 UK. UK-Übergangskriegslokomotive. Und davon sind nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube, 14 oder 15 in Frankreich verblieben und die wurden dann als Serie 150X in die französische Staatsbahn übernommen. Optisch cool, Führerstandsbeleuchtung, Feuerbüchsen flackern am Aschekasten, also quasi auch unten. Ja, da ist schon ein bisschen mehr dann dabei. Ich glaube, damit kann man was anfangen mit der Lokomotive. Ich finde die optisch schick. Und 499 ist auch ein Standardpreis. Also wenn ihr überlegt, ihr bekommt quasi hier diese Zusatzfunktion, ihr bekommt das komplette Gestänge, ihr bekommt diese kleinen Dampfleitungen bzw. sonstigen Leitungen auch an der Lokomotive überall. Das finde ich schon ganz cool. Was jetzt wieder so ein bisschen das hier konterkariert. Also ihr kriegt alternativ dann auch für 109 Euro zwei Flachwagen mit vier Schuko-Modellen drauf. Und ihr kriegt diese Schuko-Modelle normalerweise, glaube ich, für 4,99 so im Einzelhandel. Der UVP dürfte mehr sein, aber für 4,99 kriegt man die meistens irgendwo schon so. Das heißt, hier sind 20 Euro, wenn überhaupt,
20 Euro an Enten drauf und dann zahlt ihr noch 80 Euro für zwei relativ kurze Flachwagen oder 89 Euro für zwei kurze Flachwagen. Das kann ich euch eher nicht empfehlen. Die Lokomotive schon, aber ich würde da was anderes ranhängen. Und jetzt sind wir schon aus Frankreich wieder raus. Niederlande diesmal. Und schon wieder Doppelstockwagen. Also Doppelstockwagen sind ja so ein bisschen der Trend, klar. Viele Plätze, viele Leute auf wenig Bahnsteiglänge. Mit weniger Rollmaterial, auch mit weniger Wagen natürlich. Insofern macht das schon alles Sinn. Das ist ein spezieller Wendezug aus den, glaube ich, 90ern. Ja. Und da gibt es dann natürlich auch eine passende Lokomotive dazu. So sieht die aus. Kostenpunkt 399 Euro. Das ist ja auch schon mal wieder eine interessante Entwicklung. Weil, also hier könnt ihr die Stromabnehmer, also die Pantographen, hier sind sie übrigens als Stromabnehmer plötzlich bezeichnet, digital heben und senken. Zahlt 20 Euro mehr als bei der Baureihe 101 von vorhin, wo ihr das nicht könnt. Also vom Pricing her ist das hier ein deutlich besserer Deal. Die ist auch schön detailliert. Und sie hat die Puffer wieder runtergesetzt, ihr erinnert euch, nach dem neuen NEM-Norm. Und dann könnt ihr dazu einzeln die Wagen kaufen. Und hier ist es auch vollkommen egal, in welcher Reihenfolge ihr euch die Wagen kauft oder wann ihr euch hier den hier kauft, denn da ist keine Innenbeleuchtung drin in den Wagen. Der Steuerwagen hat allerdings ein Schluss- bzw. Frontlicht. Also der ist quasi am Ende beleuchtet. Da ist er beleuchtet, hier in dem Bereich, hier vorne. Aber über die gesamte Länge des Zuges gibt es keine Beleuchtung. Und dann kosten die Wagen eben 76. Und wir haben es eben gesehen, die Doppelstockwagen mit Beleuchtung kosten 109. Und diese Differenz, 76 ohne Beleuchtung, 109 mit Beleuchtung, die verstehe ich nicht. Da bin ich raus. Weil was kostet das? 2, 3 Euro aus Herstellersicht vielleicht. Wenn wir mal grob rechnen und sagen, der Aufwand, alles rein. Das kostet auch keine 30 Euro. Für 30 Euro kann ich den Wagen kaufen, also ich kann für 76 den Wagen kaufen und bis ich 109 ausgegeben habe, ich kriege für 20 Euro von anderen Herstellern ein Innenlicht, was ich hier anbauen kann. Und dann bräuchte ich noch die Kupplung und ich bräuchte einen Schleifer vielleicht. Wobei der ist ja in dem Steuerwagen schon drin. Und dann bin ich immer noch deutlich unter den 30 Euro und hätte dann eine digital steuerbare Innenbeleuchtung inklusive Decoder. Also die kostet ungefähr 20 Euro bei anderen Herstellern. Hier schon eingebaut. Und hier für reine LEDs zahlt man bei MacLean dann schon 30 Euro Aufpreis. Insofern, wenn ihr niederländische Züge mögt, ich glaube, die sind auch nach Deutschland reingefahren oder fahren nach Deutschland rein hier, schon ein cooles Teil. Und wenn euch die andere Lokomotive zu alt ist, dann nehmt doch einfach die hier, die gute Vectron. Die gute Vectron, Baureihe 193. Ich glaube, die wird noch die nächsten Jahre durchs Dorf getrieben. In unterschiedlichsten Farbgebungen kann man anmalen, wie man will. Diesmal jetzt als niederländische Variante. Das heißt, also ihr könnt eigentlich ganz Europa mit Vectrons ausstatten, auch bei MacLean jetzt. Kostenpunkt 379 mit 4 Pantographen. Ich müsste mal nachgucken, aber ich glaube, die haben letztes Jahr einen Zwanzig weniger gekostet. Ich habe im Kopf irgendwie 359 für die mit 4 Pantographen letztes Jahr. Aber das ist nur mein Bauchgefühl. Ich gucke es nochmal nach, schreibe es hier rein. Vielleicht habe ich recht, vielleicht nicht. So, dann gibt es hier nochmal einen Behältertragwagen. Das ist dieses Ding mit dem Loch hier. Da fehlt nämlich einer. Warum auch immer da nur zwei drauf sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht bei so einem Wagen, wo drei rauf können, auch drei draufstellt. Sind Gefahrgutbehälter. Auch von der NS. Und dann gibt es hier aus Luxemburg das nächste umlackierte Modell, die Baureihe 66, die hatten wir hier schon öfter in den letzten Jahren mit unterschiedlichsten Farben, jetzt auch nochmal als CFL Cargo aus Luxemburg. Und jetzt sind wir quasi auf dem Weg, Frankreich, Niederlande,
Luxemburg, Belgien, wahrscheinlich aus eurer Sicht jetzt genau andersrum. Da haben wir ein komplettes Zugset und zwar wieder eine Formvariante oder eine Farbvariante einer deutschen Lokomotive. Und zwar die G81 ist als Serie 81 dann nach Belgien gekommen und grün gemalt worden. Funktional nichts Herausragendes, also es ist kein Rauchsatz standardmäßig dabei oder so, alles im Rahmen. Ich glaube, das wird auch eine coole Lokomotive sein. Und dann gibt es passend ein Wagenset dazu. Mal ein paar kleinere Wagen. Da ist aber auch nichts drin. Also das kostet jetzt, das Wagenset kostet für 4 Wagen 189 und ich habe kein Licht, keine Funktionen, kein gar nichts. Und das wundert mich jetzt wieder. Weil wir haben andere Zugsets, da kosten dann ja die Wagen irgendwie 229 oder 269. Die haben Beleuchtung, alles Mögliche. Hier gar nicht. Da frage ich mich, hätte man jetzt nicht für 20 Euro mehr hier noch eine Zugschlussbeleuchtung und überall die LEDs einbauen können in die Wagen? Das wäre schon ganz cool. Das dann noch kombiniert mit einer entsprechenden Kupplung an der Lokomotive, dann hätte das was. Übrigens hier auch nichts mehr von diesen neuen NEM-Pufferhöhen oder so. Das gibt es nur bei so ein ganz, ganz paar Lokomotiven. Dann Dänemark Pflichtprogramm. Also, der Lind hier, der wird auf jeden Fall getestet. Da können wir uns drauf verlassen. Ist aber jetzt auch kein inhaltliches Highlight, glaube ich. Also von dem, was drinsteckt, das ist alles das, was wir schon können. Also Zugzielanzeigen, Innenbeleuchtung, LEDs, nothing special, 449, aber eben natürlich die Optik aus Dänemark, Baureihe 648, Dieseltriebwagen. Den kriegt ihr auf jeden Fall, wenn er dann irgendwann fertig ist, 2023 oder hoffentlich früher, hier zu sehen. Jetzt sind wir schon in Schweden, also aus Dänemark geht es nach Schweden. Erstmal hier ein Schiebewandwagen der Post und dann Schrotttransportwagen bzw. ein Reisezugwagenset. Und da sind wir wieder bei dem, was ich nicht verstehe. Hier gibt es 4 Reisezugwagen, Kostenpunkt 219 Euro. Auch wieder komplett ohne irgendwas. Also die deutschen Zugsets sind alle mit LEDs und Innenbeleuchtung und Decoder und sowas. Und jetzt sind wir bei den Sets, die nicht in Deutschland sind. Also hier die Schweiz, dann haben wir die Niederlande und wir haben jetzt hier Schweden und da ist immer nichts drin. Also entweder ist quasi da die Zahlungsbereitschaft eine andere, dass man sagt, nö, das mache ich nicht, das baue ich mir selber ein oder will das gar nicht. Oder es wird aus irgendeinem Grund einfach nicht gemacht, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber hier dann eine Elektrolokomotive RC6. Also ich glaube, optisch ist das schon ein cooles Set. Wenn ihr die Lokomotive passend zu den Wagen bei euch auf die Anlage stellt, die soll kosten 389, ist also auch preislich absolut im Rahmen, hat Pufferhöhe NEM 303, Führerstandsbeleuchtung, Lichtsignale, also das ist alles irgendwie der Schnall. Die Pantographen wieder nicht, warum nicht? Und dann 389. Also, ich verstehe die Logik nicht. 379 ohne, 399 mit, 399 ohne, 389 ohne Pantographenbewegung und so weiter. Das ist mir irgendwie zu wirr. Das wäre schön, wenn man da ähnlich wie bei den Dampflokomotiven sagt, 449, 499 und gut ist. Ja. Also, weiter aus Schweden, Norwegen, auch hier mit öffentlichem Dach. Die Schiebewand bzw. Schiebedachwagen, die sind ziemlich cool. 3 Wagen 129, preislich also ähnlich wie die anderen, definitiv. Und dann mal Spanien, auch lange nicht gehabt. Interessant, 3 Kesselwagen 139, ein bisschen teurer als die Schiebewandwagen. Warum auch immer 10 Euro mehr? Vielleicht, weil es geht, weil man es kann. Interessant ist ja, dass in Spanien eigentlich eine Breitspur herrscht. Also nicht die Normspurweite. Oder ich glaube, die Spanier sind am Umbauen, zumindest beim Hochgeschwindigkeitsnetz.
Insofern weiß ich gar nicht, ob das im Original realistisch ist, dass man hier quasi durch den Rest von Europa mit spanischem Güterwagen fährt. Maybe not. Und dann jetzt kommt eine Sache, die ich gar nicht verstehe. Und zwar die Messelok. Das ist ein österreichisches Krokodil. Also das sieht so ein bisschen aus wie das Schweizer Krokodil. Es gibt natürlich von der Konstruktion her und sowas gibt es Unterschiede. Da ist aber hier zum Beispiel ist nur ein Motor in diesem Modell drin. Bei dem anderen Krokodil aus der Schweiz, was wir vorhin hatten, sind zwei Motoren verbaut gewesen. Ich verstehe nicht, warum das Ganze erstmal jetzt hier am Ende kommt und nicht in dem Teil Österreich. Und ich verstehe nicht, warum es Messelok heißt. Gerade in einem Jahr, wo wir wahrscheinlich aufgrund von Dingen, die ihr alle kennt, gar keine Messen haben werden. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem fast Wichtigsten. Und zwar, das ist die neue Kupplung, wenn ihr diese neuen Pufferhöhen habt. Da seht ihr hier auch mal den Hauptunterschied. Das finde ich sehr schön dargestellt. Die blaue ist die alte und das helle darunter ist die neue. Und ihr seht, dass der Bügel der blauen hier, der Bügel, höher ist als bei der neuen Kupplung. Das sieht dann später, sieht die so aus. Da seht ihr gar nicht mehr so den Unterschied. Aber heute ist es so, dass dieser Bügel bei der blauen höher ist. Und das sorgt dafür, dass in der Kurvenfahrt, wenn wir jetzt hier quasi den Pufferteller haben, also ich bin jetzt hier der Pufferteller, und das ist der Bügel der Kupplung, der würde bei einer NEM-Normhöhe dagegen hauen. Deswegen hat man die bei McLean höher gesetzt. Jetzt sagt man NEM-Normhöhe runter. Wäre schlecht mit der alten Kupplung, deswegen hat man die mit einem flacheren Bügel gemacht, sodass man drunter durchkommt. Eigentlich in dem Sinne ganz sinnvoll. Schön ist auch, dass die trotzdem zusammenpassen. Und insofern vermute ich mal, dass sich diese neue Kupplung hier auch stückweise jetzt durchsetzen wird. Ja. Der Originaltext ist hier, der neue Kurzkupplungskopf ist speziell für neu konstruierte Lokomotiven mit vorbildgerecht niedrigerer Pufferbohle und damit geringerer Pufferhöhe ab Schienenoberkante vorgesehen, nach NEM 303 und so weiter. Ja. Ist mit allen gängigen Märklin-Kupplungen kompatibel. Also ich glaube, das wird sich durchsetzen mit der Zeit, finde ich schon ganz cool. Ich werde jetzt nicht ad hoc direkt irgendwie umspringen. Das, glaube ich, macht auch keiner. Ja. Aber es gibt es jetzt für beides. Es gibt das quasi für die stromführende Kupplung und für die normale Kupplung. Das finde ich schon wirklich sinnvoll mitgedacht. An der Stelle würde mich natürlich massiv interessieren, warum man dann eben zum Beispiel bei den Modellen, die wir hier haben, Schweden, Niederlande, um mal zwei Beispiele zu nennen, wo die Pufferbohle niedriger gesetzt ist, oder Schweiz. Bei dem Schweizer Modell ist die auch auf NEM, Normhöhe. Warum man da nicht direkt eine Innenbeleuchtung mit diesen coolen neuen Kupplungen verbaut. Das würde sich ja irgendwie total anbieten, das zu machen. Weil man dann sagt, ich habe die neuen, niedrigeren Kupplungen und ich habe gleichzeitig noch eine Innenbeleuchtung und zeige, das funktioniert alles in einem Set. Ja, hat man nicht gemacht. Okay. Gut. So, und damit gibt es dann noch hier irgendwie ganz am Ende, warum auch immer, MHI war am Anfang, jetzt hat man es irgendwie als Replika hier nochmal reingestellt, so einen schönen Muldenkipper. Und damit endet tatsächlich schon die Spur H0. Wir sind jetzt in zwei Teilen bei der Spur H0 geblieben. Ich mache euch jetzt noch einen dritten Teil Spur Z und hoffe mal, vielleicht schaffe ich auch die Spur 1 damit rein, das gucken wir mal, die kann ich aber nicht so super beurteilen, insofern wird die nur relativ kurz. Wenn ihr den Teil jetzt auch bis zum Ende geguckt habt, Dankeschön. Wir machen jetzt gleich weiter mit der Spur Z.